Hallo im Küchengarten. Heute begrüße ich euch bei strahlendem Sonnenschein. Es hat 20 Grad, sogar 23 teilweise. Nach dem ganzen Regen, den wir in den letzten Tagen hatten, ist es wunderbar. Und es zieht mich nach draußen, ein Projekt anzugehen, wozu ich mich letzte Woche entschieden habe. Und zwar gab es einen Vorfall bei meiner Kompoststelle. Und da blende ich euch einen kurzen Rückblick ein, um euch zu zeigen, was passiert ist. Und hier zeige ich euch einen neuen Fail meiner Gartensaison. Hier neben dem Gewächshaus habe ich ja meine Kompostwirtschaft. Und jetzt schaut euch das an. Also, ich bin sprachlos. Dieser Thermokomposter, gut, der wird jetzt 4 Jahre alt sein, aber das ist ja noch kein Alter. Aufgesprengt. Da gab es so Haken, die das Ganze zusammengehalten haben. Und hier sieht man, das sind die weggesprengt. Die liegen hier unten im Kompost, der herausgekommen ist. Also, das Ding ist nicht billig, auch nicht geschenkt. Ich glaube, 70 Euro habe ich dafür gezahlt von einer namhaften Firma. Und jetzt ist das hier. Ja, mir fehlen die Worte. Jetzt muss ich mir hier wirklich was anderes überlegen. Das ist eine Sauerei. Ja, und mittlerweile sieht die Stätte des Geschehens so aus. Meine Jungmannschaft hat den Inhalt des Kompostes weggeschaufelt. Was wir da drinnen gefunden haben, war unglaublich. Eine Blindschleiche ist uns entgegengekommen, ein kleiner Molch. Dann ist uns eine kleine Gelbhalsmaus entgegengesprungen. Mein Sohn hat sich unglaublich erschreckt. Und wie er dann weiter geschaufelt hat, was hat er gefunden? Das Nest dieser Gelbhalsmaus. 4 wunderbar süße kleine Babymäuschen. Ungefähr 2 Wochen alt, denn sie hatten schon Fell und die Augen waren offen. Naja, aber wie das Leben manchmal so spielt, kommt es oft unerwartet. Und im Nachbargarten lauerte schon die Katze des Nachbars. Und ich weiß jetzt auch nicht, die Maus war anscheinend so schockiert von unserer Störung, dass sie wie gelähmt dort gesessen ist. Und die Katze hat einfach Schnapp gemacht. Ich habe ein hysterisches Piep gehört. Und die Katze mit der Maus im Maul weglaufen sehen. Na gut, was macht man? Man ist schuld, also besser gesagt, wir waren schuld an der ganzen Misere. Und was macht man als Naturliebhaber und wenn man ein Herz für Tiere hat? Man nimmt sich der kleinen Mäuse an. In diesem Zusammenbrechen des Kompostes liegt lustigerweise auch etwas Gutes. Und zwar habe ich noch einige Tomaten vorgezogen und weiß schon nicht mehr, wohin damit. Also werde ich kurzerhand an dieser Stelle da hinten ein neues Hochbeet bauen. Ich wollte das sowieso im Herbst machen, denn ich habe noch so einen Frühbeetkasten, den ich mir irgendwann mal selbst gezimmert habe, aber wo ich jetzt keinen Platz mehr dafür habe. Ich wollte mir hier ein Hochbeet hermachen, welches ich nach Maß dem Frühbeetkasten anlehne, also anpasse. Und das mache ich jetzt.
neuer Tag, neues Glück, weiter am Projekt. Das Leinölfirnis auf den Brettern konnte jetzt einen ganzen Tag trocknen und jetzt geht's ans Verarbeiten und ans Zusammenbauen. Hier habe ich noch so Restelhölzer, die ungefähr die richtige Größe haben, Pi mal Daumen. Die verwende ich, um die Bretter zusammen zu montieren, in den Ecken und an der Längsseite. Und ich mache das gleich alles hier hinten, dort wo das Hochbett nachher hin soll, weil in Einzelteilen ist es leichter zu transportieren als Ganzes. Na super, und jetzt hatte ich einen Gedankenfehler, hab's verkehrt herum montiert, wieder auseinanderschrauben. So, jetzt sind die ersten zwei Seiten zusammengeschraubt mit den Latten. Jetzt kann ich sie hier miteinander verbinden. Der Kasten steht. Das Gröbste ist geschafft. Mein lieber Mann hat mir geholfen. Und jetzt hatte ich so eine prickelnde Idee. Und zwar, hier drunter sind ja so Betonplatten. Das ist einerseits gut, weil ich erspare mir das Wühlmausgitter bei diesem Hochbeet. Aber andererseits, wir füllen das ja mit Pferdemist und Kompost auf. Und ich habe das schon bei anderen Hochbeeten erlebt. Wenn es dann stark regnet oder man viel gießt, dann schwemmt diese Geschichte da, das Pferdemistzeug und so, außen heraus. Und das ist dann meistens ziemlich eklig und hässlich. Und die Platten verfärben sich dann. Und jetzt bin ich auf diese glorreiche Idee gekommen. Ich habe hier so ein weißes, wasserdurchlässiges Vlies. Das habe ich im Gewächshaus auch schon verwendet. Und das werde ich jetzt unten reinmachen, damit das etwas den Saft hält. Jetzt habe ich hier so ein Tackergerät und mit dem mache ich jetzt dieses Vlies an dem Hochbeet von innen an, damit es ein bisschen hält und sich am Anfang nicht verschiebt. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das Beet von innen mit einer Plastikfolie oder so einer Noppenfolie auszukleiden. Deswegen habe ich ja die Bretter mit Leinölfirnis gestrichen und dann hält es halt vielleicht jetzt nicht für die Ewigkeit, aber lang genug, dass ich es gebrauchen kann und sonst würde ich es einfach austauschen. Aber ich habe das Plastik in anderen Hochbeeten und das finde ich einfach nicht angenehm und deswegen habe ich es jetzt hier gelassen. Jetzt macht mein Mann noch eine Querstrebe hinein, damit das Hochbeet aufgrund des Gewichtes der Füllung sich nicht nach außen verzieht. Und er hat von mir auch schon, obwohl er Schweizer ist, die Pi mal Daumen-Methode gelernt. Er hat keine Latte mehr gefunden, die lang genug war. Jetzt nimmt er einfach zwei und stückelt die zusammen. Und wer sich wundert, warum das Vlies hier schon so gebraucht ausschaut, wir haben es zur Abdeckung des Pferdemistes verwendet. Damit die Nachbarn sich nicht über Fliegen und Geruchsbelästigung aufregen. Da muss man immer vorsichtig sein.
So, für heute ist Feierabend. Das Hochbeet steht. Die Folie ist verlegt, also das Vlies. Ich bin geschafft. Und im nächsten Video, weil sonst würde das Ganze zu lang werden, zeige ich euch dann, wie ich das Hochbeet befülle, wie ich auch noch einen Handlauf montiere, von dem ich mir hoffe, dass die Schnecken etwas ferngehalten werden. Und dann ist es fertig und dann kann ich es bepflanzen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen rauf da oder abonniert gerne meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen im Küchengarten. Bis dann!